Hallo und herzlich willkommen im Wald. Ich habe mir gestern eine Pizza gemacht. Das ist jetzt an sich jetzt nichts wahnsinnig Spektakuläres, aber ich wollte die Pizza dann schön in kleine handliche Stückchen schneiden und habe das große Pizzamesser bei meiner Mutter in der Küche nicht gefunden und habe im letzten Eck der Küchenschublade meiner Mutter das hier gefunden. Und darum geht's jetzt. Lange Jahre glaubte ich nämlich, es verloren zu haben, mein Kershaw Skyline. Wie gesagt, ich dachte, es wäre weg und lag aber doch nur bei Mutter in der Küchenschublade, da Mutter es mal irgendwann eingesammelt hatte, als ich es da wohl mal irgendwie habe liegen lassen. Das ist eins meiner teuersten Messer, befindet sich eigentlich so im mittleren Preissegment. Aber da ich ja sonst ein Freund von eher günstigen Messern bin, ist das halt wirklich eins meiner teureren. Aktuell liegt die Preisspanne, für die man dieses Messer bekommt, so irgendwo zwischen 40 und 80 Euro. Je nachdem, wo man es kauft. Tatsächlich ist das ziemlich breite Preisspanne, aber ich überlasse jetzt euch einfach mal rauszufinden, wo ihr das am günstigsten herbekommt. Ich weiß es selber nicht so genau. Und jetzt gehen wir mal ein bisschen auf die Details ein. Das erste hervorstechende Merkmal ist zunächst mal, dass die Spitze tatsächlich wohl nicht ganz so stabil gewesen ist. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie ich es denn geschafft habe, dass die Spitze mir abgebrochen ist. Vermute aber sehr, dass ich meines Wissens das Ding auf den Stein habe fallen lassen, also im geöffneten Zustand. Hat gerade irgendwie die Hände voll, wollte mein Messer im Prinzip einfach nach unten in den Boden fallen lassen. Dann lag da aber ein Stein, das soll man ja auch eigentlich wirklich nicht machen. Also das sind dann schon so Fehler, die ein wenig dämlich sind. Aber wie dem auch sei, jedenfalls lag da dann ein Stein und der Stein war dann offensichtlich härter als die Spitze meines Messers und es ist da so blöd aufgekommen, dass die Spitze abgebrochen ist. Erstmal ein paar Worte zum Griff. Der ist aus G10. G10 ist ja mittlerweile schon ein recht vielseitig verwendeter Messer, Kunststoff. Ist einfach ein sehr fester, stabiler Kunststoff, der bei der Messerherstellung viel Verwendung findet. Ich weiß es nicht, woraus der genau besteht. Jedenfalls ist der Griff sehr rutschsicher, weil er halt eben so leicht geriffelt ist. Auch im nassen Zustand halt die Hand wirklich sehr, sehr, sehr gut am Messer. Also von der Rutschfestigkeit her ist das absolut top. Durch diese Fingermulde hier sitzt das Messer wirklich unglaublich sicher in der Hand und da kann wirklich gar nichts passieren. Und das trotz diesem Clip hier auf der Rückseite. Der stört nämlich wirklich fast überhaupt nicht beim in der Hand halten und hat den großen Vorteil, dass man das Messer damit super toll in der Hosentasche befestigen kann. Und dann auch nicht in der Tasche suchen muss, wo hat man denn sein Messer, weil es ist ja quasi an die Hose selbst geklippt. Oder lässt sich halt natürlich auch am Gürtel befestigen, einfach nur mit diesem Clip. Der Clip ist sehr, sehr starr und deshalb eben, wenn man sich einfach an den Gürtel klippt, durch diesen sehr festen Clip, reicht das auch schon wirklich völlig aus, dass man das Messer von alleine nicht verlieren kann. Also da müsste es schon mit sehr komischen Dingen zugehen. Zusätzlich gibt es noch hinten eine Öse für einen Fangriemen. Hier, man kann sie einigermaßen erkennen und diese zwei anderen Bohrungen sind dafür, wenn man den Clip andersrum anbringen möchte. Aber das sehe ich nicht ein, warum man das tun möchte. Aber gut, jeder wie er möchte. Was allerdings nicht geht, ist den Clip auf der anderen Seite anzubringen. Weiß nicht, ob das für irgendjemand dann geschickter wäre, bequemer, wie auch immer, das geht jedenfalls nicht. Ich blende euch jetzt unten mal ein, wie lang das Messer insgesamt und beziehungsweise wie lang die Klinge ist, weil ich das jetzt doch vergessen habe nachzumessen und jetzt im Wald nichts zu messen griffbereit habe. Auch die genaue Bezeichnung des Stahls blende ich euch jetzt ein, weil ich die einfach nicht mehr auswendig weiß. Das ist eine Weiterentwicklung des Standard-Sandvik-Stahls. Sandvik habt ihr doch bestimmt schon mal gehört, das ist ja so einer der klassischen Messerstähle. Die Weiterentwicklung besteht darin, dass er einen höheren Stickstoffanteil enthält, was einfach nochmal vor Korrosion schützen soll. Heißt, dieses Messer rostet also wirklich, wenn man es egal wo liegen lässt, es ist nahezu ausgeschlossen, dass dieses Messer rostet, ohne halt wieder einen so hohen Chromanteil zu haben, dass dann die Schnitteigenschaften der Klinge nennenswert darunter leiden würden. Das ist also eine recht gute Kombination, finde ich. Und ich war mit dem Stahl auch immer super zufrieden, bis mir halt eben die Spitze abgebrochen ist. Ja, das kann man leider nicht ändern und man soll sein Messer ja auch nicht fallen lassen. Also da würde ich schon sagen, das Messer an sich ist gut. Mein Umgang damit war ein wenig fragwürdig. Natürlich ist so ein kleines Klappmesser jetzt nicht für so richtig grobe Sachen wie durch die Gegend werfen und ähnliches geeignet.
Klingenform ist eine Dropbointklinge und der Schliff ist der ganz normale Flachschliff, der mir auch am liebsten ist. Also alles andere ist nicht so mein Fall. Obwohl halt eben ein skandinavischer Stahl ist das Messer eigentlich aus Amerika. Also Kershaw ist ein amerikanischer Messerhersteller und weist deshalb auch nicht den typischen Scandi-Schliff auf. Und ja, also ich finde die Klingenform sehr ansprechend, einfach auch weil simpel. Also keine besonderen Serrations oder keine irgendwelchen komischen Merkmale, keinen breiteren Klingenkopf, das Ding irgendwie zum Hacken gedacht sein soll und ähnliche Späße. Das finde ich bei riesengroßen Messern irgendwo dann ganz witzig, bei so einem kleinen Messer, das ich ursprünglich als Schnitzmesser konzipiert hatte, also so als universelles Waldmesser. Also primär eben, was macht man mit einem universellen Waldmesser in der Regel? Irgendwelche Holz schnitzen oder ein Schnürchen abschneiden oder irgendwie sowas. Davor hatte ich es ursprünglich vorgesehen. Da hat es auch immer sehr gut getaugt. Ja, und dafür halte ich so eine ganz normale, simple Klinge echt für das Optimum. Jo, dann hat es einen normalen Liner-Look-Verschluss, der auch sehr gut funktioniert und sofort einrastet. Das Ganze ist super, super robust, also da passiert wirklich überhaupt nichts. Ja, schnitzen hier mal gerade ein paar ganz einfache Tätigkeiten. Man sieht, das ist also schon relativ scharf, auch wenn es jetzt ewig lange bei Mutter in der Küchenschublade gelegen ist. Das geht wirklich recht gut, auch wenn das jetzt kein besonders frisches Holz ist. Dafür ist es aber Buche und somit ein sehr hartes Holz. Und da bin ich eigentlich mit den Schneideeigenschaften für ein völlig ungeschliffenes Messer, das mindestens vier Tage in der Schublade, 4 Jahre in der Schublade lag, bin ich da wirklich sehr zufrieden mit. Ein Nachteil dieses Messers ist es jetzt leider, dass wir uns in Deutschland befinden und sowas hier möglich ist. Ich zeige es einfach nochmal. Also komplette Einhandbedienung, überhaupt kein Problem. Entweder man kriegt es mit dem Flipper, der sich hier an der Rückseite befindet, gleich sofort auf. Oder wenn nicht, nach einem kleinen Schlenker mit dem Handgelenk arretiert es dann auch. An sich eine tolle Sache, aber natürlich laut Messerrecht in Deutschland verboten. Also das heißt, so ein Ding darf man nicht führen. Übrigens, einer der Gründe für den Kauf dieses Messers war auch tatsächlich, dass es sich eben sehr gut in einer handelsüblichen Jeans verstauen lässt, die ja alle diese, naja, ich behaupte ja, es wäre eine Messertasche und schon immer für Messer gedacht gewesen. Jedenfalls besitzen alle Jeans diese Tasche und in dieser Tasche lässt sich dieses Messer ganz hervorragend verstauen. Und selbst wenn diese Tasche zu kurz ist, was ja auch gelegentlich mal vorkommt, dann lässt es sich ganz hervorragend verstauen, indem man es einfach hier unten in die normale Tasche steckt und mit diesem wirklich sehr festgehenden Clip dann entsprechend festklippt und hat es immer jederzeit griffbereit und kann dann sofort damit hantieren, wann immer man es braucht. Nur ist es halt eben legal, wie gesagt, illegal. Also das muss jetzt jeder selber wissen, inwiefern ihn diese Information interessiert und ihn das stört, dass das illegal ist. Ich bin jedenfalls sehr froh, dass mein Kershaw wieder da ist. Wie gesagt, Kershaw Skyline. Sehr schönes, praktisches Einhandmesser. Gerade eben, wenn man mal wirklich im Wald unterwegs ist und da auch was arbeitet und mal eben gerade schnell was abschneiden möchte, dann muss man nicht erst aus der Hand legen, was man in der anderen Hand hat, sondern kann das hier schnell aus der Hosentasche nehmen, schnell diesen hier machen. Und dafür ist ein Einhandmesser halt wirklich vernünftig einsetzbar. Natürlich könnte man auch irgendein feststehendes nehmen mit einer Klingenlänge unter 12 cm. Würde mehr oder weniger denselben Zweck erfüllen, aber geht auch. Gibt eigentlich keinen Grund für ein Klapp-Einhandmesser. Eigentlich nicht. Ich lasse das jetzt einfach mal so stehen. So, also ich bin froh, wie gesagt, dass es wieder da ist. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Das war's soweit. Macht's gut. Ciao.